Dateien oder Ordner freigeben funktioniert über das Teilen-Symbol in der jeweiligen Zeile des Ordners oder der Datei. Aber bitte Achtung, das Setzen einer Freigabe auf einem Ordner beinhaltet gleichzeitig alle Unterordner und Dateien, die in der Hauptordnerstruktur enthalten sind. Durch Klick auf das Teilen-Symbol wird rechts mir eine Spalte eingeblendet, die verschiedene Möglichkeiten bietet. Ich kann das Ganze, wenn ich anfange, etwas zu tippen, beispielsweise jetzt Mustermann, entweder einem Benutzer freigeben oder einer kompletten Gruppe. Wenn ich den Ordner der Gruppe freigebe, beinhaltet die Freigabe automatisch alle in der Benutzerverwaltung hinterlegten Nutzer der Gruppe. Das heißt, jeder Nutzer dieser Gruppe kriegt in seiner Dateistruktur im angemeldeten Zustand den freigegebenen Ordner angezeigt. Wenn ihr den Ordner oder die Datei an jemand Externes freigeben möchtet, könnt ihr unter Öffentliche Links einen kryptischen Link erstellen. Ich habe hier mehrere Möglichkeiten, etwas zu hinterlegen. Ich kann zum einen das Ganze herunterladen und ansehen. Das bedeutet, die Empfänger können den Inhalt auf ihrem PC herunterladen. Herunterladen, ansehen und bearbeiten. Die Empfänger können den Inhalt entweder herunterladen oder gegebenenfalls in ihre eigene SaaStorage-Umgebung hinzufügen. Aber bitte Achtung hier, wenn der Haken gesetzt ist bei Bearbeiten, können dort auch Dateien gelöscht werden, die dann auch in eurer Dateistruktur automatisch gelöscht sind. Herunterladen, ansehen und hochladen. Hier besteht neben dem Herunterladen auch die Möglichkeit, weitere Dokumente oder Ordner dem freigegebenen Ordner hinzuzufügen oder nur hochladen, wenn ich von mehreren Leuten Dateien zugeschickt bekommen soll, was per E-Mail nur bis zu einer gewissen Größe möglich ist. Das Ganze sieht dann so aus. Wenn ich auf Teilen gehe, habe ich hier direkt das Symbol, dass dieser Link geteilt ist, dass ein öffentlicher Link hinterlegt ist. Ich kann diesen Link auch zu jeder Zeit bearbeiten. Das heißt, ich kann jetzt auch hier beispielsweise Preisliste den Link hinterlegen. Der wird mir dann automatisch nochmal hier aufgezeigt. Wenn ich den Link jetzt in die Zwischenablage kopiere, sieht das Ganze wie folgt aus. Ich hatte jetzt ausgewählt nur hochladen. Das heißt, auch hier kann ich mir die Datei einfach per Drag and Drop hier reinziehen oder einen kompletten Ordner. Wenn ich den Link jetzt nochmal bearbeiten will, kann ich hier unten noch ein Passwort setzen, was eine zusätzliche Absicherung neben dem kryptischen Link ist. Ich komme also nur an die Dateien ran, wenn ich auch das Passwort kenne. Ich den jetzt neu abspeichere und den Link einmal neu eingebe, werde ich automatisch aufgefordert, dieses Passwort zu hinterlegen. Wenn ich das eingebe, bin ich in der gleichen Ansicht wie vorhin. Ich kann auch ein Ablaufdatum setzen. Ein Tag nach Ablauf des Datums ist der Link nicht mehr erreichbar. Dies hinterlege ich, wenn ich für einen beispielsweise beliebigen Zeitraum Dateien zum Download bereitstelle.